So, Hallöchen Sven. Hallo? Wir reden jetzt ein bisschen über die Tamron-Objektive. Du hast auch ein bisschen schon was mitgebracht. Ich würde mal sagen, Genau. stell dich am besten mal vor für die Leute, die ich noch nicht kenne. Ja, hallo. Danke, dass ich hier sein darf. Sehr Heute bei gerne. Foto Koch. Mein Name ist Sven Diegel. Ich bin der Marketing Manager von Tamron Europe. Und ich habe heute mal einen kleinen Auszug unseres E-Mount Lineups mitgebracht, über das wir heute sprechen möchten. So unsere Highlights sind nicht alle dieses Jahr rausgekommen, auch ein paar schon letztes Jahr, aber einfach mal um so einen Gesamtüberblick zu verschaffen, welche Möglichkeiten es mittlerweile gibt mit den Tamron-Objektiven für Sony E-Mount. Und natürlich die Neuheit habe ich auch mitgebracht, das ganz neue 70-300. Das ist seit Donnerstag auf dem Markt offiziell käuflich zu erwerben. Und ja, mit einem Verkaufspreis von aktuell, glaube ich, 699. Zeigen wir gleich auch noch ein paar Beispiele. Genau. Ist das, glaube ich, auch echt wieder ein super Objektiv mit einer Menge Möglichkeiten. Und ja, darüber sprechen wir. Alles klar, Supi. Womit möchtest du anfangen? Also welches Objektiv liegt dir sehr am Herzen oder womit möchtest du einfach so eine Basic jetzt mal reinlegen? Genau, ich würde vielleicht einfach mal, wie angekündigt, nochmal so einen kleinen Überflug machen über die jüngere Geschichte des E-Mounts bzw. der Objektive, die wir für den E-Mount haben. Das geht los mit dem 2875, was wir auf den Markt Klassiker. gebracht haben. Genau, der Klassiker. Damit haben wir ja gestartet, mehr oder weniger, mit dem ganzen E-Mount Line-Up. Und das demonstriert auch schon ganz gut das Konzept, was wir damals ja gestartet haben und was sich hier auch ganz gut widerspiegelt. Nämlich, dass wir eben nicht versucht haben, einfach eine Adaption der, sage ich mal, normalen oder gewöhnlichen Brennweiten wie einem 2470 auf den Markt zu bringen, sondern dass wir versucht haben, das Versprechen so ein bisschen einzulösen, nämlich dass wenn man schon den kompakteren Body hat, wenn man die Vorteile dieser kompakteren Bauweise hat, dass es dafür eben auch Objektive geben sollte, die dem entsprechen, die aber trotzdem bezüglich Abbildungsleistung und Größe ne, einen guten Kompromiss bieten und auch der Lichtstärke natürlich, die war uns auch wichtig an der Stelle, dass das eben auch stimmt. Und das ist bei dem Objektiv besonders gut gelungen. Lichtstärke zu 8 über den gesamten Brennweitenbereich. Dann gefolgt vom 1728 auch zu 8er Lichtstärke, eben das Weitwinkeläquivalent. Und dann dieses Jahr hinzugekommen, das 70-180 auch zu 8er Lichtstärke. Und damit sind die ersten drei, die hier vorne stehen, damit ist unsere sogenannte Trinity komplett, also das, was man so allgemein hin ja sagt, was der Fotograf, der semi-professionelle bis Genau. professionelle Fotograf so in der Kameratasche haben sollte, um wirklich sehr gut ausgestattet zu sein, von Weitwinkel bis Tele. Und ja, das ist so, ja, das Arbeitswerkzeug, sage ich mal, für den Fotografen. Und dann sind noch hinzugekommen, dieses Jahr, ich versuche es mal hier ein bisschen nach vorne zu stellen, die beiden. Einmal unser 28-200, wo wir auch gleich noch mal ein bisschen drüber reden wollen, weil das auch echt ein sehr besonderes Objektiv für uns ist. Also wir feiern dieses Jahr übrigens am Montag, ist der Stichtag, feiern wir 70-jähriges Okay. Jubiläum, 70 Jahre Tamron. Und es ist so ein bisschen unser Jubiläumsobjektiv, denn Tamron hat ja mit den sogenannten High-Power-Zooms, den Mega-Zooms, den Travel-Zooms, wie immer man sie nennen möchte, haben wir große Erfolge gefeiert Ja. und haben da auch sehr viel Entwicklungspower reingesteckt. Und das kumuliert jetzt so ein bisschen in diesem Objektiv 28-200 mm für Sony E-Mount. Das erste Objektiv seiner Art, was aber diesmal auch mit Lichtstärke 2,8 im Weitwinkel beginnt. Ne? Also in der Form hat es das bei uns auch noch nicht gegeben. Und man muss wirklich sagen, es ist so ein bisschen die Kategorie natürlich der High-Power-Zooms, aber es ist auch mehr als das. Also die Qualität dieses Objektivs ist wirklich auch nochmal, da sind noch ordentlich Schippen draufgelegt worden von unserer Entwicklungsabteilung. Da ist eine Menge Arbeit reingeflossen und das sieht man auch. Also dieses Objektiv ist wirklich, ja, das, ne, ein Tester hat es so schön beschrieben, das Schweizer Taschenmesser. Ne? Also da ist wirklich Ja. für jeden was dabei. Aber auch da wieder, ohne jetzt zu große Abstriche machen zu müssen. Denn ne, mit 2,8 kann man schon eine Menge im Weitwinkel da machen und hat echt ein sehr schönes, kompaktes Objektiv dabei. Ich habe es hier mal draufgesetzt. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann, genau. Ne, also hier an der Kamera selber sieht man, wie kompakt das wirklich gebaut ist, ne, wenn man es mal so mit meiner Hand vergleicht. Also es ist wirklich kein großes Objektiv für den Brennweitenbereich. Man kann es auch mal auszoomen, da sieht man, ne, also es hält sich auch hier noch in Grenzen. Ne. Es ist jetzt nicht, dass es wahnsinnig weit ausfährt.
Und da gehen wir, können wir auch gerne jetzt schon mal reingehen. Ich stelle vorher noch einmal kurz eine Umfrage in den Raum, die gerade auch gestartet wurde, weil wir auch bei Sony und Sony E-Mount auch jetzt natürlich drin sind. Wollten wir euch auch mal fragen, habt ihr selber schon Erfahrung mit den Tamron-Objektiven eventuell oder was verwendet ihr selber an eurer Sony-Kamera? Schreibt uns einfach mal in die Umfrage rein, lasst uns wissen. Falls ihr sonst noch Fragen habt zu Tamron, kann auch gerne sehr technisch werden, das beantworten wir auch. Einfach auf fotokoch.de/Frage oder in den Chat. Wir posten das dann rüber. Genau. Ja, ich möchte ein paar Sachen zeigen. Also hier nochmal kurz, ne? Das ist das Objektiv mit seinem vollen Namen. Kurze Übersicht über all die Features, die ich gerade schon mal erwähnt habe. Also die hohe Lichtstärke 2.8 bei 28 mm. Auch bei 200 mm Blende 5.6 kann man sich durchaus sehen lassen. Ja. Ne, damit kann man immer noch sehr gut arbeiten. Hat einen riesigen Zoom-Bereich, ist super kompakt gebaut. Das erste seiner Art für die spiegellosen Vollformatkameras mit dem Brennweitenbereich. Ist natürlich kompatibel zu den Funktionen, die die Sony Buddies sowieso haben. Ja. Ne? Das ist auch immer ganz wichtig zu erwähnen. Also da verzichtet man auf nichts. Auch besonders Augen, Autofokus, sehr beliebt. Auch das funktioniert hervorragend. Jedes unserer Objektive hat die wetterfeste Konstruktion. Das können wir gleich nochmal zeigen. Man sieht das immer, wenn man den Objektivdeckel runternimmt. Die Gummilippe, die man hinten sieht, die ist aber an allen. Ne? Ich kann es hier, also man sieht es jetzt nicht so besonders detailliert. Aber man spürt das, wenn man mal eins in den Händen hat. Das merkt man. Hier ist die Gummilippe und ähnliche Elemente sind halt überall in den Zwischenstücken auch noch verbaut. Mhm. Also jedes der Objektive, die hier stehen oder jedes der neueren Generationen ist so gebaut. Wetterfeste Objektivkonstruktion. Und manuelle Fokuskontrolle hat man auch immer dabei. Ne? Also auch ganz wichtig zu erwähnen. Und unser RXD-Motor, der da verbaut ist, der ist halt auch besonders leise, besonders gut geeignet auch zum Filmen. Genau. Also auch alle, die hier stehen, mit Ausnahme des 70-180, das hat sogar noch eine etwas advancedere Version davon, den VXD-Motor, der nochmal aufgrund der Telezoom-Eigenschaften optimiert ist. Aber verwandt sind die alle. Es sind alles sehr, sehr leise und sehr nützliche Autofokus-Motoren, eben auch für die Videografen unter den Sony-Usern. So, das ist nochmal ganz kurz gegenübergestellt. Da will ich mich aber gar nicht lange aufhalten, nochmal so. Ne, mit einem Mitbewerberobjektiv, da kann jetzt jeder selber mal googeln, was das denn sein könnte. Ja, also da sieht man nochmal deutlich den Gewichtsunterschied, auch einfach zu, sagen wir mal, einem High-Power-Zoom ähnlicher Bauart, die die Lichtstärke nochmal erwähnt. Und auch ganz wichtig, habe ich noch nicht erwähnt, der Filterdurchmesser ist bei allen unseren E-Mount-Objektiven immer 67 mm. Also auch, ne, das gehört auch mit zu diesem Konzept, dass wir nicht nur diese kompakte Bauform gewährleisten wollten, sondern dass wir auch gesagt haben, okay, wir versuchen wirklich so lange wie es geht, sage ich mal, ne, immer den 67er Filter beizubehalten, damit einfach die Fotografen da draußen sich nicht 3, 4, 5 Filter sehr kulant. Mitnehmen müssen, sondern man holt sich ein Filterset, ja. Dann kann man auch mal da vielleicht sich ein bisschen austoben, sich was Schönes holen, was auch wirklich hochwertig ist und dann einfach hat man das dabei. Das ist immer ganz wichtig zu erwähnen. Die Bildstabilisierung auch ganz wichtig, haben wir nicht verbaut in diesen Objektiven. Da werden wir auch immer gefragt, also gerade bei den Telezoom-Objektiven funktioniert das denn? Da kann man mit ruhigem Gewissen sagen, also gerade bei dieser Art von Kategorie, bei der Dreier oder bei der Vierer, das ist überhaupt kein Problem. Das hält der IBIS, der verbaut ist, ganz wunderbar. Ein zusätzlicher Grund ist bei uns natürlich auch die kompakte Bauform. Denn ein Bildstabilisator hätte immer bedeutet, dass es mindestens länger wird. Ja. Also wenn auch vielleicht nicht breiter, aber dieses Element der Bildstabilisierung muss ja irgendwo im Objektiv Platz finden. Genau. Und das hätte immer zu einem etwas längeren Objektiv geführt. Und an der Stelle haben wir dann gesagt, ist uns die kompakte Bauform nochmal wichtiger, denn mit den modernen Kameras ist das auch einfach besser zu handhaben. Und es ist halt auch immer ein Zusammenspiel. Es ist immer ein Zusammenspiel aus Gewicht, Preis natürlich auch. Ein Bildstabilisator macht Objektive immer noch mal teurer und halt durch Kompaktheit. Und vor allem für die Trinity-Serie halt interessant, für halt zum Beispiel Hochzeitsfotografen, die auf Gewicht und sowas achten müssen, dass man das da halt nicht hat, was der Body halt selber schon sehr gut liefert, auch im Videobereich in diesen Verbindungen mit den Objektiven. Genau, also ist ein wichtiger Stichpunkt. Haben wir auch viele Fotografen, die uns das gesagt haben. Also ich persönlich, auch eine gute Freundin von mir,
die Hochzeitsfotografie macht, noch mit DSLR, also was auch super funktioniert. Aber ein Nachteil ist natürlich das Gewicht, denn auch unser eigenes 70-200 für die DSLR-Kameras ist ein Top-Objektiv, super, funktioniert prima, aber es ist halt schon nochmal deutlich schwerer. Ja. Und ich habe das auch schon mal auf einer Veranstaltung gemacht. Also man merkt es doch im Nacken. Mhm. Also wenn man ein paar Stunden das Ding mit sich rumgetragen hat und immer vor dem Kopf hält. Das geht ganz gut in den Rücken auch später. Genau, ne? Also das ist ein Vorteil, sage ich mal, bei den Objektiven, der nicht zu vernachlässigen ist, dass da eben doch weniger Gewicht dabei ist. Ne? Und gerade in solchen Situationen, ich sag mal, wo die meisten Fotografen ja durchaus auch die Faust im Nacken haben, weil die Bilder müssen ja auch, es muss ja funktionieren. Man muss dranbleiben. Man muss dranbleiben und man ist unter Stress, dann ist das auch ein Faktor, der sehr wichtig ist. Nochmal zurück zu unserem 28-200. Da wollte ich jetzt nochmal wirklich auf die Qualität eingehen. Die meisten Leute fragen immer, wie sieht das aus mit der Blende, wie verändert die sich gerade bei so einem High-Power-Zoom? Also wir beginnen mit 28 mm und 2,8. Bei 50 mm sind wir ungefähr bei 3,5. Okay. Bei 150 mm 5,3 und 200 dann 5,6. Also das sind durchaus Schritte, die solide sind, die okay sind. Und hier zeige ich jetzt mal gerade, das ist bei uns in Köln am Rheinauhafen, der ein oder andere wird das kennen. Das ist die Aufnahme bei 28 mm und da springen wir direkt mal auf die 200 mm. Ne? Also ich kann da mal kurz hin und zurück. Man sieht, das ist schon eine ordentliche Distanz, die man da überwindet. Ja. Und jetzt sprechen wir auch über das Thema Auflösung, denn das ist auch so eine Geschichte, die natürlich gerade mit den neuesten Sony-Kameras, also das vergessen auch viele Leute, was die Entwicklung solcher Objektive angeht und wo da auch wirklich die Herausforderung für uns als Objektivhersteller besteht, nämlich diese hohen Megapixelzahlen, die brauchen auch einfach eine Optik, die das verträgt. Ne, weil gerade dann tauchen ja Probleme auf, ne? Also Unschärfen, Randabschattung etc. All das sind so Punkte, die man bedenken muss. Und da zoomen wir jetzt einfach mal, also das ist jetzt gar nicht übertrieben groß, das ist jetzt einfach bei Photoshop 100%. Und ich hoffe, man kann das im Stream einigermaßen erkennen. Also man sieht ja wirklich jede Ziegel auf diesem Bild. Ne? Also man könnte fast, wenn man noch ein kleines bisschen näher dran gewesen wäre, man kann noch Hafenamt Köln, kann man lesen, fast die Schrift noch darunter. Also das zeigt einfach, welche Abbildungsleistung da auch dahinter steht und die auch gehalten werden muss, weil sonst würden wir auch solche Objektive nicht auf den Markt bringen, wenn das nicht funktioniert. Das stimmt. Na? Genau, na, hier nochmal ganz kurz auch... Das ist eine Geschichte, die mit solchen High-Power-Zooms natürlich super möglich ist. Also Telemakroaufnahmen im weitesten Sinne ist jetzt keine richtige Makroaufnahme, ist aber auch wieder so ein Faktor, wenn man es dabei hat, dann kann man sich damit austoben und auch da mit der Ausschnittsvergrößerung nochmal arbeiten und sich da wirklich schöne kleine Details ausarbeiten. Hier sprechen wir nochmal, das ist jetzt ein Beispielbild von unserem Fotografen Philipp Ruhr, der mit dem 28-200 noch dieses Jahr unterwegs war. Geplant war es für die Kanaren, aus bekannten Gründen haben wir es dann in die Alpen verlegt, war aber auch super schön. Hier sieht man nochmal so ein bisschen, wie das auch sich mit dem Bouquet verhält, ne, bei 28 mm. Also dass auch das 28-200 da durchaus seine Leistung bringt. Genau, und dann springen wir auch schon direkt zu unserem neuesten Objektiv, dem 70-300. Ich kann das auch nochmal hier gegenüberstellen vielleicht, was man auch mal sehen kann. Wo wir auch von neuen Objektiven reden. Ich werfe mal eine Frage noch dazwischen. Ja. Es wird halt öfters auch gefragt wegen anderen Mounts. Ja. Neuen Objektive aktuell halt. Wer E-Mount-lastig nennen wir es jetzt mal. Wird da was auch für jetzt die neuen RF- und Z-Mounts kommen? Werden wir natürlich sehr oft gefragt. Werden wir viel auf Social Media gefragt. Und steht, ist eigentlich immer die erste Frage, die unter jeder Produktvorstellung untersteht. Was ist mit R-Mount, was ist mit Z-Mount? Also, Tamron ist sich durchaus bewusst, oder ich fange anders. Natürlich ist es nicht so, also das möchte ich mal ganz klar sagen, dass das Tamron selber jetzt sagt, ach nee, das möchten wir nicht, ist noch nicht so weit. Also wie wir wissen, ne, gerade der R-Mount sehr erfolgreich, sind ja auch viele spannende neue Kameras rausgekommen, viel Innovation dahinter, bei Nikon auch. Also natürlich haben wir das im Blick und ja, sind einfach, man kann einfach nur sagen, wir sind dabei. Es ist das Problem tatsächlich, dass da im Moment nicht alle Informationen uns zur Verfügung stehen, die wir bräuchten, um die Objektive wirklich fertig entwickeln zu können. Okay. Ne? Und das wird, wahrscheinlich, muss man sehen, zeitlich ist schwer zu sagen. Es wird einfach irgendwann einen Punkt geben, wo das wahrscheinlich passieren wird. Okay. Wann genau das soweit ist, können wir leider nicht sagen. Steht ein Stern, ja. Ja, also ich kann da nur die Leute bitten, noch ein bisschen Geduld auch mit uns zu haben. Also es ist wirklich nicht so, das kann ich versichern, dass wir nicht Interesse daran hätten. Also natürlich wäre das
genau so auch perfekt für die spiegellosen Kameras von Nikon und Canon. Mhm. Das Konzept ist ja dasselbe und die Sinnhaftigkeit dahinter ist auch exakt dasselbe. Ja. Und ja, ich kann einfach nur hoffen, dass es bald soweit ist und ja, bitte die Leute da einfach um ein bisschen Geduld. Wir haben es auf jeden Fall auf der Agenda und wir sind hinterher, dass das auch möglich gemacht werden kann und wir hoffen einfach, dass es so schnell wie möglich soweit ist. Okay. Ich glaube, das ist eine gute Antwort drauf. Wo wir jetzt, du wolltest auch zum 70-300 kommen, ne? Da haben wir jetzt auch direkt die nächste Frage dazu. Mhm. Es gibt ja auch das Sony SL 70-350. Was würde jetzt eventuell aber eher für das 70-300 von Tamron zum Beispiel sprechen? Ja, das ist wie bei den meisten der Objektive, die ich hier heute mitgebracht habe, einfach genau diese Kombination. Also man kann es ja auch, ne, du kannst es ja gerne mal in die Hand nehmen. Also da sagst du mir mal, wie schwer das ist. Das ist echt leicht. Also ich hätte es jetzt echt mehr erwartet. Ne, also ich kann ja mal kurz zum Gewicht springen. Da sind wir bei 545 Gramm gegenüber 854. Also das ist schon... Ne, etwas über 300 Gramm ist schon eine Hausnummer, die man da haben muss. Ne? Und genau das ist der Punkt. Also wenn wir auch sagen, es ist das leichteste und kompakteste, dann meinen wir das auch so. Also natürlich kann man jetzt darüber streiten, ist es ein paar Millimeter höher oder kürzer oder breiter, wie auch immer. Aber in seiner gesamten Bauform ist es einfach... Also wenn man das in der Kameratasche hat, dann ist das halt was anderes als 300 Gramm mehr. Das stimmt. Na, darum geht es bei dem Objektiv. Und das ist bei uns immer genau die Frage, ist es ausgewogen genug? Mhm. Also Abbildungsleistung versus Bauform versus Gewicht. Mhm. Ne, all das spielt dann immer bei so einer Entwicklung eine Rolle. Und wir versuchen da immer so den besten Mittelweg zu finden. Ne, weil das einfach das Konzept ist, für das wir uns entschieden haben. Mhm. Also ne, wahrscheinlich könnte man an der Lichtstärke noch was drehen, dann wäre es aber wieder größer. Ja. Natürlich könnte man da einen Bildstabilisator einbauen, dann wäre es mindestens noch mal länger. Mhm. Ne? Man sieht es ja auch bei unseren anderen Objektiven so ein bisschen, also das 70-100 ist da fast sogar eine Ausnahme diesmal, weil es ja, sagen wir mal, eine gewohnte Brennweite ist. Ja. Ne? Die kennt man ist auch von unseren DSLR-Objektiven von früher. Bei den anderen Objektiven, das ist natürlich auch immer der Grund. Das werden wir auch immer gefragt. Warum baut ihr denn ein 70-180? Warum dann kein 70-200? Ja. Naja, genau das ist der Grund. Dann hätten wir es nicht so bauen können. Ja. Dann wäre es vielleicht ein 70-200 gewesen, das aussieht wie unser existierendes 70-200, nur eben mit einem E-Mount. Und das war nicht das Ziel dahinter. Ja. Genau, das sind so die Hauptgründe. Wir kommen auch hier gleich nochmal, ich habe nochmal ein paar spannende Beispielbilder dabei, also um auch zu zeigen, es ist nicht nur leicht und kompakt gebaut, sondern was die Ingenieure auch gemacht haben, und das fand ich auch sehr spannend, diese Herangehensweise, nämlich gerade in den Telebereich bei diesem Objektiv nochmal deutlich zu optimieren, auch im Vergleich zu den bisherigen 70-300ern, die wir hatten. Okay. Ne, weil da auch gesagt wurde, und das stimmt ja auch, warum kauft man sich ein 70-300? Wegen dem Telebereich. Ne, damit möchte man ja höchstwahrscheinlich den möchte man eigentlich nutzen, schon, ja. Also nichts gegen die 70 mm bei dem Objektiv, das ist alles gut, aber die 300, die sind, also ne, man weiß das ja auch von früher, dass gerade so der Telebereich geschwächelt hat ein bisschen. Genau, ne? Also da wird es dann langsam ein bisschen schwieriger, gerade mit auch Randabschattung und der Schärfe an den Rändern und so, und da ist wirklich nochmal viel hinzugekommen. Ich kann ja auch direkt schon mal ein paar Beispielbilder zeigen. Das war, die meisten Leute werden ihn kennen, Martin Krolopp war unterwegs mit dem Objektiv, jetzt auch nochmal vor kurzem in Italien, ne, auch so bevor das jetzt alles wieder etwas schwieriger wurde, und hat da einfach das einfach ausprobiert. Mhm. Ne, war jetzt kein reguläres Shooting, sondern er hat da einfach mal zwischendurch ein paar Bilder mitgemacht. Und da sieht man, glaube ich, auch ganz gut, da ist er auch immer sehr hinterher, das zu betonen. Und das stimmt auch. Na, mit einem Tele-Zoom hat man einfach die Möglichkeit, sich ein paar andere Perspektiven ranzuholen. Also das sind jetzt Aufnahmen aus einer Stadt. Das ist auch nicht das klassische Objektiv für eine Städtereise. Mhm. Ne? Aber wenn man es dann dabei hat in der Kameratasche, dann hat man da halt noch mal mehr Möglichkeiten als nur mit einem Weitwinkelobjektiv. Ne? Architektur, Weitwinkel, der Klassiker, super. Ja, geht immer. Aber Details rausarbeiten, ne, das geht halt nur mit einem Zoom-Objektiv. Also hier nochmal, das ist jetzt kein besonders spektakuläres Bild, aber einfach nochmal, um den Zoom-Bereich klar zu machen. Also auch hier, ne, die Details, das ist halt so eine Sache, die jetzt mit einer Ausschnittvergrößerung eher schwierig wird. Ja, das stimmt. Ne? Also dass man wirklich diese Feinspitzen da der Palmenblätter wirklich gut erkennen kann. Auch hier nochmal der Hinweis, natürlich, ne, Tele, Makro. Es ist, das 28-200 ist dann noch ein bisschen besser für optimiert, aber auch mit den 300 mm, also wenn man es halt dabei hat und wenn man die Chance hat, dann kommt man da auch bei solchen Geschichten sehr nah ran.
Und das hier sind so die spannenden Bilder, die er noch zusätzlich gemacht hat, nämlich das 70-300 auch wirklich mal in der Porträtsituation zu benutzen. Denn natürlich, ne, wir sprachen von Konzepten, ist auch hier das Konzept, natürlich ist das 70-180 da eher, sagen wir mal, das klassische Porträt, Teleporträtobjektiv, was Fotografen eben äquivalent zum 70-200 benutzen, eben auch wegen der Lichtstärke. Aber nichtsdestotrotz, gehen wir mal hier rein. Genau, das war jetzt ein Bild, wenn wir das nochmal gerade einblenden können, bei 300 mm aufgenommen. Und die Schärfe ist gigantisch. Also das muss man ehrlich sagen. Wir gehen hier auch mal in 100% rein. Und da gibt es nichts dran zu meckern. Ja, ne? das sieht sehr gut aus. Genau. Ne? Das ist natürlich eine Studiosituation, muss man sagen. Das, klar, ne? Das aber Licht und so weiter ist da natürlich nicht unwichtig, um sowas zu erzeugen. Natürlich. Aber auch mit dem Objektiv ist das alles durchaus möglich. Und dann zu dem, da sind wir natürlich auch bei dem Punkt, der für die meisten Leute nicht uninteressant sein wird, das Preis-Leistungs-Verhältnis. Ja. Also für 6,99 bekommt man hier, glaube ich, ein sehr schönes Gesamtpaket. Und ja, ich hoffe, die Leute freuen sich, damit Bilder zu machen. Ja. Vor allem, was ich auch finde, 70-300 ist auch für Freisteller auch interessant. Man sagt immer, man braucht halt diese 2,8er oder 4er Blende zum Freistellen. Stimmt, aber man kann auch wunderbar mit sowas wie einem 70-300 Personen darstellen. Nicht auf demselben Level, aber wenn man auf 300 mm einfach geht, wird der Hintergrund extrem komprimiert und dadurch entsteht nochmal auch ein anderer Schärfebereich in dem Sinn. Und damit kann man auch freistellen, wenn man halt draußen unterwegs ist und jetzt nicht das 70-180 zum Beispiel bei hat, sondern halt das 70-300, weil man vielleicht was anderes geplant und spontan ein Porträt machen möchte, kann man damit auch wunderbar machen. Wir haben jetzt endlich dann auch die Möglichkeit, und das ist ja auch nicht unwichtig, dass sich jetzt jeder so ein bisschen sein Line-up zusammenstellen kann, was er für seine persönliche Fotografie benötigt. Mhm. Also wir hatten ja anfangs darüber gesprochen, dass die Trinity ist so der Klassiker, ne? Weitwinkel, Standard-Zoom, Tele. Aber wenn man jetzt sagt, okay, ich bin jemand mit so einem 28-200, komme ich super klar. Ja. Ne, damit kann ich die meisten meiner Aufnahmen abdecken, möchte aber vielleicht irgendwann mal dann doch ein bisschen was Weitwinkeleres haben, dann kann man das super ergänzen. Ne? Also auch bezüglich, können wir einfach mal nebeneinander stellen, dann sieht man es so ein bisschen. Genau. Also auch hier, ne, warum ich mich immer so leicht vertue, die beiden sind fast identisch groß. Ne? 28-75, 28-200. Deswegen muss ich mal schauen, dass ich das Richtige nehme. So, wenn man die beiden nebeneinander hat, dann hat man auch einen unglaublichen Brennweitenbereich abgedeckt, hat aber trotzdem nur diese beiden Objektive mit dabei. Oder man ergänzt das Ganze eben noch durch ein 70-300, wenn man sagt, ich brauche ein bisschen mehr Tele. Ne, auch die Kombination macht durchaus Sinn. Ja. Und das hängt halt einfach immer davon ab, wie die persönliche Fotografie aussieht. Also bin ich viel unterwegs, draußen, brauche ich mehr Weitwinkel, brauche ich mehr Tele. Das kann man sich jetzt alles frei zusammenstellen. Ja. Und ich glaube, wir bieten für die allermeisten Fotografen da echt ein schönes Portfolio mittlerweile. Also nicht zu vergessen, wir haben ja auch noch unsere Festbrennweiten. Also auch da ist für gesorgt. Und da sind wir auch mit Abbildungsmaßstab 1:2 auch sehr gut im Makro unterwegs. Und die sind ja wirklich nochmal sehr viel kompakter und sehr viel kleiner. Also das kann man ergänzend auch immer noch mit in die Kameratasche schmeißen. Ja. Das nimmt nun wirklich nicht viel Platz weg. Stimmt. Und dann ist man wirklich, dann hat man eine sehr schön abgerundete Kameratasche mit ganz vielen tollen Möglichkeiten für die eigene Fotografie. Sehr schön. Genau. Haben wir noch ein paar Beispielfotos, vielleicht auch von den anderen Brennweiten, falls mir das noch ein bisschen vorstellen. Ich weiß nicht, was du alles so mitgebracht hast. Ich habe es jetzt nicht übertrieben mit den Beispielbildern. Wir können ja hier nochmal gucken. Also das ist jetzt ein klassisches Bild bei 70 mm. Also um da auch nochmal, ich habe gesagt, der Telebereich ist optimiert. Ja. Das heißt aber nicht, dass bei 70 mm keine vernünftigen Fotos rauskommen, sondern das war einfach nochmal der Hinweis, dass die Ingenieure da auch nochmal dran gedreht haben. Weil das ist einfach die Evolution, wo Tamron sich auch bemüht, da auch irgendwie weiterzukommen. Und wir sprachen ja auch über die Megapixelanzahl. Genau. Ne, das muss halt auch unterstützt werden. Es ist ganz oft so, dass man so ein bisschen vergisst, glaube ich, dass die Entwicklung der Sensoren sich immer auf die Entwicklung auch von Kameraobjektiven natürlich auswirkt. Denn ein Objektiv, was, sagen wir mal, 30 Jahre alt ist, wenn man das heute an eine moderne Kamera adaptiert, das kann nicht die Auflösung bringen, die eigentlich für den Sensor gedacht ist, ne? Sondern das sind halt Zeiten, wenn es noch Analogzeiten sind oder frühe Digitalzeit, die mussten solche Auflösungen einfach nicht packen, die Objektive. Ne? Und dahingehend hat sich da einfach intern, also auch bei den Linsenelementen selber, bei der Verarbeitung,
Bei der Beschichtung, das ist auch ein wichtiges Thema, ne? Also Tamron hat ja auch über die Jahre eine ganze Menge Beschichtungen auf den Markt gebracht, seien es jetzt E-Band-Coatings, die Lichtbrechungen ja, verändern, ne, und optimieren und für weniger Lensflares sorgen, oder Beschichtungen auf der Frontlinse, die Feuchtigkeit, also, ne, gerade heute, sehr schönes Nieselregenwetter, wenn man aber dann eben doch damit fotografiert, dass man es leichter von den Frontlinsen wischen kann, dass man da keine Schmiere drauf hat, Fingerabdrücke etc. Das ist auch ganz wichtig. Ja, und das ist, ne, das sind wirklich unsere modernsten Objektive dahingehend bezüglich Bauform und auch bezüglich optischer Konstruktion. Ja. Ich habe auch gerade noch eine schöne Antwort gesehen bei der Umfrage, die wir hatten mit den Objektiven, die jetzt auch an Sony verwendet werden. Da war jetzt zum Beispiel einer dabei, der hat einen 6600er, also APS-C-Sensor von Sony, aber jetzt auch mit dem 70-180 einfach als schöne Kombination für das Ganze. Einfach auch, schätze ich mal, wegen Gewicht. Ne? Ja. Er sagt, dass die anderen passt nicht so ganz wegen Weitwinkel und APS-C-Umrechnung. Klar, versteht man. Aber es ist halt sonst bei normal APS-C auch ein bisschen schwierig, tatsächlich in diesen höheren Brennweitenbereich auch reinzukommen. Da kann man auch halt wunderbar dann sowas wie ein 70-180 oder jetzt das 70-300er auch dann halt mit verwenden. Ja, definitiv. Also da sind wir auch, ist mal ein ganz wichtiger Hinweis, dass die natürlich super auch auf den 6000er-Serien von Sony funktionieren. Eben auch wegen der kompakten Bauform. Das ist auch tatsächlich einer der Gründe, warum sie so entwickelt wurden, damit sie halt wirklich zu der gesamten Serie passen. Ne? Und gerade eben ja, so ein Weitwinkel wie der 1728 oder eben auch die Festbrennweiten, die ja wirklich, also es sind keine Pancakes, aber viel es fehlt geht in die auch Richtung, nicht mehr. Ja. Ne, sie sind wirklich sehr kompakt. Die passen natürlich auch super an diese Kameras und ja, das ist einfach, finden wir eine schöne Möglichkeit, weniger im Gepäck zu haben. Also definitiv weniger im Gepäck zu haben. Gibt es so eine Lieblingskombi, die du jetzt hättest mit einer normalen Sony-Kamera und du müsstest einfach eine Städtetour machen? Bei mir wäre es auch auftragsmäßig, ich mache meistens Hochzeiten auch tatsächlich für Foto und Video. Bei mir wäre es jetzt das 2875, weil ich auch viel mit Gimbals noch arbeite. Ne? Da eignet sich halt auch im Videobereich extrem gut, weil es halt leicht genug ist, dass man es dann auch mal zur Not ein paar Stündchen auch auf dem Gimbal tragen kann. Mhm. Es funktioniert, ist trotzdem schwer, aber besser als jetzt zum Beispiel ein G-Master. Das schleppt dann ordentlich im Gewicht nochmal runter und dann tun die Arme am nächsten Tag noch mehr weh. Das muss nicht unbedingt sein. Hast du da so eine Lieblingskombi irgendwie noch weitwinkliger mit dem 1728? Ja, oder? Genau. Also ich muss sagen, ich bin jetzt nicht so der Auftragsfotograf. Mhm. Ne? Ich komme da eher aus der Hobbyrichtung. Ja. So hat sich das bei mir entwickelt. Mhm. Ne? Und ist dann immer ein bisschen aufwendiger geworden über die Jahre. Aber meine Lieblingskombo ist ganz definitiv 28-200 und dann in Ergänzung 17-28. Okay. Das ist für mich, wenn ich die beiden dabei habe und ich bin irgendwo im Urlaub oder auf einer Städtereise, dann habe ich damit alles abgedeckt, was ich brauche, um hoffentlich schöne Fotos mit nach Hause zu bringen. Ja, ja. Deswegen, also ich möchte auch noch mal ein bisschen auf Video auch eingehen, weil es kommt auch immer mehr auch wirklich ins Thema rein. Ne? Und das Problem ist auch, dass wir auch viele Leute im Laden halt haben, die sagen, sie möchten eine gute Kombi haben für jetzt die neue Sony-Kamera und es möchte langsam in Vlogging, YouTube-Videos, aber halt auch Auftragsarbeiten gehen. Und da wird man öfters gefragt, was kann ich jetzt nehmen? Klar, 2470 G-Master geht immer, kann sich aber auch nicht jeder leisten. Das ist einfach so. Und vor allem eine A7 III ist halt ein guter Kosteneinstieg in das ganze System, wenn man jetzt Vollformat einfach überlegt und halt einen Hybriden sucht für Foto und Video. Und da sagen wir halt ganz gerne halt auch das 2875, wie auch ich dann selber immer verwende für das ganze System. Geht auf Gimbal, geht für Fotos, geht für Videos. Ab und dann sage ich sonst, wenn man es für reines Gimbal-Arbeiten verwenden möchte, noch weitwinkliger, weil ich teilweise halt im Gimbal-Usage ab 50 mm manchmal ein bisschen schwer finde und dann habe ich lieber noch was Kleineres auch dran. Was ich aber wirklich schön fand, wo ich am Anfang auch ein bisschen skeptisch war, was auch ein bisschen vorbelastet natürlich aus sehr alter Vergangenheit, ich komme auch noch aus Spiegelreflex-Kanon-Zeiten und sowas, war auch der Autofokus gewesen, aber ich war doch erstaunt, auch vor allem mit dem Augenautofokus, der halt wirklich auch dann solide mit funktioniert hatte. Also von daher von meiner Seite mal großes Lob. Und wenn man was sucht als Kombination, auf jeden Fall Richtung 2875, 2.8, auf jeden Fall solche Aufgaben. Genau, ne? Also hatte ich ja auch schon mal kurz angerissen, der RXD-Schrittmotor, den wir bei den meisten Objektiven verbauen, wie gesagt, beim 1780 ist er nochmal aufgrund der Telekonstruktion nochmal optimierter, da heißt er ein bisschen anders, ist aber dasselbe Prinzip im Grunde, ne? Hat was damit zu tun, wie schneller dann funktioniert, das ist bei einem Tele noch ein bisschen, muss das ein bisschen anders ablaufen, damit man über den gesamten Brennweitenbereich da auch schnell den Autofokus bedienen kann.
Aber diese modernen Autofokusmotoren, die Tamron da gebaut hat, sind für Video, also auch explizit, also das auch nochmal dazu gesagt, das war früher immer so ein bisschen, ne, da wurde aus Japan dann mal gesagt, naja, sagt man nicht so sehr, dass das jetzt für Video geeignet ist, weil sie waren nicht dafür gebaut. Genau. Ne, es hat natürlich funktioniert, aber sie waren nicht daraufhin optimiert worden, weil man, ne, das waren halt noch andere Genau. Objektivgenerationen. Bei denen ist es explizit so, die sind auch mit diesem Feature, also mit der Videofunktionalität der Objektive im Hintergrund gebaut worden. Deswegen sind sie auch so leise einfach. Ne? Also damit man da auch einfach von der Geräuschkulisse direkt an der Kamera was anderes bieten kann. Und genau. Ja, also da wird Tamron sicherlich auch in Zukunft werden wir uns da optimieren, dass das immer besser und immer ja, optimal für Videografen Supi. funktioniert. Unsere Zeit ist leider schon um. Wir haben jetzt gleich Genau. den nächsten Spot. Ich erzähle gleich noch ein bisschen über die Deals, die wir aktuell bei Tamron laufen haben. Da gerne noch kurz dranbleiben, falls ihr Interesse an diesen Linsen hat. Falls ihr noch Fragen habt, gerne auf die fotokoch.de/Frageseite gehen. Dort sind auch noch Experten im Chat. Sven auch noch, er wird ein Genau, bisschen wir sind da noch ein bisschen bleiben. hier. Wenn jemand noch Genau. Fragen hat, dann Einfach gerne melden. stellen und dann geht es gleich weiter mit dem nächsten Beitrag. So.